Ja, ich weiss. Verzicht ist natürlich mega einfach und schnell predigt. Aber was noch besser ist als Verzicht, sind Alternativen, zumindest aus KonsumentInnen-Sicht. Mal lieber Tee statt Kaffee. Weil auch Schwarztee und Mate-Tee können wach machen. Und jetzt müsste ich ja eigentlich auch sagen, mal lieber Mineral statt Wein. Aber ja, das ist halt so das Ding, oder? Beim Zucker gibt es auch gute Alternativen. Zum etwas Süßes kannst du mal Birkenzucker oder Agavendicksaft probieren. Den Wein lieber aus Karton als aus der Flasche trinken. Vielleicht gibt es ja deinen Lieblingswein auch aus dem Karton. Die Emissionen von diesen Genussmitteln sind auch Teil von unserem CO2-Fußabdruck. Was dort sonst noch dazugehört, siehst du hier. Und hier geht es um Mikroplastik. Und so viel kann ich sagen, ja, auch du hast Plastik in dir inne. Welches Thema macht dich mehr an? Du kannst dich entscheiden. CO2-Fußabdruck oder Mikroplastik? It's your choice.